Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge FIFA 14 Ultimate Team Road to Glory. Ja, es geht um den Aufstieg in Liga 1 und unser erster Gegner hat ein Team, was nicht ganz ohne ist. Aber wie so häufig ist mir das relativ wurscht gewesen. Über die linke Seite gehen wir mit Gündogan, Alaba, die Flanke rein, Lewandowski, Kopfballtor. Natürlich ein bisschen schwitzig, so ein bisschen flankentechnisch, so, das mag ich eigentlich nicht so, aber das Tor ist gefallen und wir brauchen die Tore. Was ich noch dazu sagen muss, ihr werdet es am Ende sehen, wenn die Punktevergabe kommt. Hier nochmal ein schönes Distanztor, weil der Torwart zu weit rausläuft von Jefferson Fafan. Ihr werdet sehen, wenn die Punktevergabe kommt. Ich habe eine radiose Siegesserie gestartet, aber wie ihr es von mir kennt, ich kann nicht alles zeigen, das wird einfach zu viel. Deswegen habe ich mich jetzt auf die entscheidenden Spiele beschränkt, während hier Jesus Navas noch den Anschlusstreffer markiert, kurz vor der Pause. Da jetzt Pause ist. Und ich zeige euch jetzt quasi die entscheidenden Spiele. Also der Klassenerhalt ist bereits gemacht in diesem Zeitpunkt. Und jetzt geht es darum, den Aufstieg und vielleicht sogar den Ligatitel noch klar zu machen. Und dafür haben wir jetzt 6 Minuten Zeit. Daher jetzt mal auch einen Elfmeter für uns. Wir wurden ganz klar im Strafraum gelegt. Und ich entscheide mich, wie eigentlich jedes Mal, für David Alaba. Der läuft an, er schießt und das Ding ist drin. Ich habe ihn einfach mal unter die Latte gebolzt, schön mittig. Und das hat gereicht. 3:1. Und ja, mein Gegner kam dann nochmal und haut nochmal aus 16 Metern ein ins Netz. Aber ihm wird das nicht mehr reichen, denn es ist einfach zu knapp. 90. Spielminute, der Anschlusstreffer. Tja, und nach dem Abschlag war es dann auch schon vorbei. Wir gewinnen das erste der wichtigsten Spiele der Saison mit 3:2. Die Statistik redet von einem ausgeglichenen Spiel. Das heißt, es hätte durchaus auch unentschieden enden können. Es sind noch 3 Spiele zu spielen und wir brauchen noch 2 Siege für den Titel und einen für den Aufstieg. Der nächste Gegner will es wirklich wissen. Der hat ein nahezu perfektes Bundesliga-Team mit Neuer im Tor. Reus, Lewandowski. Da kann man nichts sagen. Götze ist auch dabei. Aber wir versuchen uns dagegen zu stemmen. Gleich von Beginn an machen wir viel, viel Druck. Dann in der 5. Minute die Flanke nach der Ecke. Und dann ist er drin. Lewandowski besorgt uns das wichtige, sehr, sehr wichtige 1:0 in der 6. Spielminute. Ja. Und so ging es dann weiter. Die Pause ist noch nicht erreicht. Wir kommen nochmal über die Zentrale mit Lewandowski. Der setzt sich hier schön durch und dann knallt er das Ding ins Eck. 2:0 noch vor dem Pausenpfiff. Das war ein harter Schlag für meinen Gegner, der zwischenzeitlich ein bisschen mehr Druck aufbauen konnte. Aber als ich dann nochmal in die Offensive gekommen bin mit diesem Tor, da war es dann für ihn dann auch schon relativ Sahne. Und die Statistik zeigt, er hatte nicht viele Chancen. Aber auch er will es mal versuchen. Jetzt haben wir hier mal einen Eckball von meinem Gegner. Und das war auch schon die letzte Aktion. Jetzt ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen das zweite wichtige Spiel mit 2:0. Und ihr wisst, was das heißt. Wenn ihr gerade aufgepasst habt, das ist schon der Aufstieg. Wir sind jetzt schon in Liga 1. Jetzt geht es nur noch darum, können wir den Ligatitel aus Liga 2 auch noch mitnehmen. Unser Gegner heißt Bad Boys und wird uns davon abhalten wollen mit seinem Team um Eden Hazard, Luis Suarez und Eto'o. Außerdem hat er noch Kompany als Innenverteidiger. Ordentlich. Aber in der ersten Halbzeit ist nichts passiert. Deswegen springen wir gleich zum Halbzeitpfiff. Und wir sehen uns in der 47. Spielminute wieder. Da kommt mein Gegner mal über die linke Seite mit Hazard. Hazard setzt sich hier schön durch und dann knallt er das Ding in den Winkel. Da konnte ich nichts mehr machen. Ich bin frühzeitig nicht drangekommen und wenn er schießt, dann ist er drin. Da konnte ich nichts mehr dagegen machen. War aber auch gut gemacht vom Gegner, muss man ihm lassen. Und so ist das erstmal der Rückstand und ein Rückschlag auf dem Weg zur Meisterschaft. Und da mein Gegner die Wiederholungen laufen hat lassen, habe ich mir gedacht, es war ein schönes Tor, das dürft ihr euch auch nochmal anschauen. Danach kam ich mal wieder in die Offensive, 54. Spielminute, ersten Kopfball, dann ist da ein bisschen Kuddelmuddel und dann schmeißt sich Lewandowski regelrecht in den Ball und kann das 1:1 besorgen. Ja, und dann hatte meine Mannschaft ein bisschen Oberwasser, 60. Spielminute, Gündogan haut ihn in die Maschen, 61. Spielminute, die Führung für die Flying Lions und damit ist der Ligatitel in greifbare Nähe gerückt. Und wir machen weiter. Wir wollen es unbedingt in sichere, trockene Tücher bringen. 77. Spielminute, Piszczek. Was für ein Tor. Piszczek, der Rechtsverteidiger, sorgt für die Vorentscheidung. Auch wenn mein Gegner in der 90. nochmal die Chance zum zum Anschlusstreffer vergibt. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen. Wir gewinnen das Spiel und wir gewinnen die Meisterschaft mit grandiosen 22 Punkten. Mit einem Spiel übrig sogar noch.
Das heißt, wir sind jetzt dem Ziel sehr, sehr nahe. Wir bewegen uns auf den Liga-1-Titel zu, der natürlich das höchste Ziel in einer Road to Glory ist. Und ich werde mit aller Macht versuchen, ihn zu gewinnen. Ich werde jetzt erstmal eine Weile spielen. Und wenn ich dann in der Position bin, dass der Titel möglich ist, soll heißen nach 5, 6 Spieltagen Klassenerhalt, dann werde ich die letzten verbleibenden Spiele komplett zeigen. Live-Commentary in voller Länge. Und mit allen Rages, mit allen echten Kommentaren, alles was dazugehört. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich hoffe, das gefällt euch. Das wäre so meine kleine Special-Idee zum Abschluss der Road to Glory. Ich hoffe, das ist bald möglichst möglich. Kann natürlich auch sein, dass ich nochmal aufsteige. Auf jeden Fall, wir sehen uns, wenn es wirklich wichtig wird, in Liga 1. Und bei Gefallen darfst du Daumen schalten. Ein Abo freut mich auch. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Stay tuned!